Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Dann muss aber noch richtig viel arbeiten heute. Es ist nämlich 10 vor 4. Guten Morgen, sagt er. Ja, herzlich willkommen zu einem neuen Video von Carex Reisemobiltechnik aus Castrop-Rauxel. So, das nächste Projekt ist soweit vollendet. Wir haben hier einen Karthago Schick C-Line stehen. Der Kunde hat schon einiges machen lassen an dem Fahrzeug und hat uns jetzt im Nachgang damit beauftragt, ihm einen MultiPlus 2000, also einen großen Wechselrichter oder mittelgroßen Wechselrichter einzubauen und einen Ladebooster und unsere Starthilfe. Das haben wir gemacht. Ach so, und einen kleinen Solarregler für eine Solartasche. Ich würde sagen, wir fangen am besten mal hier hinten an, in der Heckgarage. Da haben wir, Licht ist ausgeschaltet, ist ausreichend hell, passt das? Okay. Also hier linke Hand haben wir jetzt hier den 12-12-30 Ladebooster verbaut und hier nebenan dieses etwas kleinere Teil, was ähnlich aussieht, aber wesentlich kleiner ist, ist unsere sogenannte Starthilfe. Damit kann der Kunde hier auf Knopfdruck, wenn ich hier den Knopf betätige, aus der Lithium-Aufbaubatterie Strom in die Starterbatterie. Wie sagt man das? Transferieren. Starterbatterie laden. Ja, hört sich besser an. Ja. Ich kann das ja hier mal aufmachen, wie das hier alles aussieht. So. Müssen wir hier erstmal hier unten wegziehen. Ne? So, dann können wir das hier wegnehmen. So sieht das aus. Ist das hell genug? Sieht man das? Hier haben wir die viermal alles abgesichert. Zweimal für den Ladebooster, Ein- und Ausgang abgesichert. Steht auch alles hier drauf. LB, ne? 40 Ampere, LB. Nochmal 40 Ampere, also A für Ausgang, E für Eingang. Das gleiche haben wir mit dem kleinen Booster, nenne ich jetzt einfach mal Starthilfe gemacht. Ne? Einmal Ausgang, einmal Eingang. Die haben jeweils 30 Ampere bekommen. Und dann haben wir nochmal eine etwas größere Ausgangssicherung gesetzt von dem Wechselrichter. Die befindet sich hier vorne, ist auch selbstverständlich auch Wechselrichter-Ausgang beschriftet. So sieht das Ganze aus. Ne? Original-Ladegerät und EBL und so weiter ist bei dem Fahrzeug jetzt, haben wir rausgenommen. Ne? So. Dann machen wir das mal hier wieder zu und dann erkläre ich euch noch ein bisschen was zu der Funktion von der Starthilfe. Ja, das ist alles so ein bisschen eng geworden jetzt hier durch den ganzen Umbau, aber es klappt. So, ja, das leidige Thema Starthilfe. Was ist, wenn man ein Fahrzeug über mehrere Tage, Wochen, manchmal auch Monate, irgendwo in einer Scheune steht, bekommt über die Solaranlage nichts eingespeist, beziehungsweise meine Starterbatterie baut so weit ab, dass ich eben halt nicht mehr starten kann. Dann habe ich hier eben halt so einen kleinen Knopf. Da sehe ich jetzt hier auf meine Batterien, kann ich hier drauf gucken. Da sehe ich momentan, passiert da nichts. Aber sobald ich hier drauf drücke, werdet ihr sehen, die Lampe leuchtet rot, ist aktiv und hier auch. Und ich habe jetzt schon 7 Ampere gerade. Jetzt wieder 5, 7, 4, geht also rauf und runter. Bis 9 Ampere kann ich jetzt aus der Lithiumbatterie in meine Starterbatterie schießen. Muss ich halt eine Weile warten und dann habe ich wieder die Möglichkeit, ne, hier habe ich teilweise bis zu 15, 16 Ampere, ne, aber das schwankt, geht rauf und runter. Ist aber auch vollkommen normal, bis er eben halt eine vernünftige Ladekennlinie gefunden hat, die er dann beibehält und die pendelt sich ja irgendwo so bei zwischen 9 und 10 Ampere ein. Haben wir auch schon ausprobiert. Ich kann das hier über meine App jederzeit auch kontrollieren und überwachen, wie viel da gerade reingehen und kann dann eben halt einen neuen Startversuch nach einer Stunde oder so danach, je nachdem halt wie entladen meine Batterie ist, erneut versuchen. Ne? So, und sobald ich dann hier wieder auf diesen Knopf drauf gehe, ne, erlischt das Ganze und zack, ist auch dementsprechend wieder deaktiviert das System. Ja, das soweit hier schon mal hier zur Starthilfe. Dann haben wir hier weiter vorne noch einen Solarregler verbaut für eine 200 Watt Peak Solartasche. Das Kabel haben wir hier dementsprechend flexibel gehalten. Kann man einfach hier dran gehen. Wenn man dann mit der Ladeeinrichtung fertig ist, lässt man es einfach hier so wieder fallen. Und dann findet sich das Kabel hier halt in dieser Fassung wieder. Da gibt es ein schönes langes Verlängerungskabel für die Solartasche, dass man auch, sag ich mal, egal wo am Fahrzeug mit dem Kabel hinkommt. Und so kann auch die Solartasche einmal drumherum um das Fahrzeug mal mitwandern, sofern man das möchte. Hier vorne haben wir den MultiPlus 2000 verbaut. Ja,
Ist alles soweit eingestellt, ist auch soweit final fertig jetzt das Auto. Den Batteriekasten haben wir hier so ein Stückchen erhöht, ne, weil wir sind mit der ganzen Kabelarmada und mit den ganzen aufgelegten Kabel auf den bereits vorhandenen 2x100 Ampere Lithium-Batterien ein Stückchen höher gekommen. Und deshalb mussten wir hier so eine kleine Erhöhung bauen. Aber das ist uns, glaube ich, alles ganz gut gelungen. Das sieht sauber und ordentlich aus. Ne, hier ist nochmal ein anderer ein anderer Solarregler verbaut. Ist auch schon bereits alles auf Lithium eingestellt. Ja, und dann gehen wir einmal in das Fahrzeug rein, dann kann ich hier zumachen. Dann kann ich euch hier drin noch einmal kurz zeigen, dass wir hier oder wie wir hier das Panel. Warte, aber jetzt machen wir hier mal Licht an. Da ist ja wirklich stockduster hier drin. Na, oben dieses Board sollte eigentlich getauscht werden. Der Eigner von dem Fahrzeug hat uns auch ein ähnliches Holz mitgebracht. Bitte? Türen zumachen, gerne. Einmal, zweimal, so, hat uns auch ein ähnliches Holz hier mitgebracht, so, aber wir haben hier oben einen Weg gefunden, das doch noch hier auf das vorhandene Holz alles unterzubringen und haben wir ausgebaut, einige Sachen halt ein bisschen versetzt, so dass es ordentlich aussieht und haben jetzt hier oben hier unseren Multicontrol noch, noch eingebaut bekommen. Ne? So sieht das aus. Hierüber kann halt dann sein Wechselrichter steuern, ein, aus, Landstrombegrenzung und so weiter. Das Thema kennt ihr ja soweit. Ja, so. Jetzt haben wir hier natürlich auch, versprochen ist versprochen und wird auch nicht gebrochen. Jeder, der von uns einen Wechselrichter bekommt, beziehungsweise auch einen Ladebooster, bekommt von uns, sofern es ein Euro 6 Fahrzeug ist, auch diesen Stecker mit dabei. So kann er den einfach in seinen Zigarettenanzünder reinstecken und wenn der Motor läuft, sieht er eben halt, wann die Lichtmaschine aktiv ist, wann die Strom liefert und wann nicht. Das ist, wie gesagt, recht primitiv das Ganze, aber ist von uns ein kleines Geschenk und das stecken wir immer hier in den Zigarettenanzünder rein. Die einen legen irgendwas in den Kühlschrank, die anderen, was weiß ich, machen Teddybär oder ne, was anderes und wie gesagt, wir haben uns jetzt dazu entschieden, finden wir toll und gibt es bei uns, wie gesagt, beim Booster-Einbau beziehungsweise beim Wechselrichter-Einbau, wenn es ein Euro 6 Fahrzeug ist, gratis mit dabei. Ja, hier haben wir nochmal alles sauber abgeheftet, beziehungsweise alles hier in die Tüte reingepackt. Alles, was wir verbaut haben, die ganzen Bedienungsanleitungen gehören jetzt hier mit dazu. Was auch noch ganz wichtig ist, was ich letztes Jahr gesehen habe, dass die Firma Victron Energy alle ihre Produkte, zumindest auch die, also die wir vertreiben, von Gewährleistung, 5 Jahre Gewährleistung auf 5 Jahre Garantie umgestellt hat. Das heißt, alle Produkte von Victron und von Liontron sowieso, auf diese Produkte gibt es jetzt 5 Jahre Garantie. Ja. So, dann sind wir mit dem Fahrzeug eigentlich soweit durch. Der ist auch soweit durchgetestet. Kunden können wir jetzt anrufen, kann das Auto abholen. Sauber ist er auch. So, dann gehen wir einmal hier raus. Dann haben wir hier noch ein Wohnwagen Hobby Premium. Machen wir nicht ganz so oft die Wohnwagen, aber kommt auch schon mal wieder vor. Haben wir es auch schon ein paar Mal gemacht. So, bei dem haben wir auch die Dreherlaubnis bekommen. Wir fragen ja vorher mal, dürfen wir filmen, dürfen wir drehen? Und wenn der Kunde sagt, jawohl, könnt ihr machen. Aber auch ein richtig schönes Fahrzeug, ne? Ich glaube, der ist auch gar nicht mal so billig, du. Sieht richtig toll aus. Ich mag das hier mit diesem Geschwungenen hier, dass es nicht so gerade ist. So ein bisschen gewölbt das Ganze. Schön in Lack alles. Sieht sehr, sehr edel aus. Ja, was haben wir hier gemacht an dem Fahrzeug? Dem schicke ich gleich eine Nachricht. So, was haben wir gemacht? Wir haben hier ein Multiplus 2000 verbaut, genauso wie da drüben an dem Wohnmobil auch. Also solche Sachen sind nicht nur Wohnmobilen vorbehalten, sondern gehen auch in Wohnwagen rein, ist kein Problem. Haben dem hier eine 100 Ampere Lithium-Batterie eingebaut. So viel Strom braucht er nicht. Mit der 100er müsste eigentlich erstmal auskommen. Wenn nicht, haben wir die Option, um eine weitere Batterie das Ganze zu erweitern. Hier oben haben wir ihm das Display hingesetzt. Genau hier wollte er das haben. Ne? Da oben haben wir, hier ist die Hauptschaltzentrale von dem Wohnwagen. Und hier oben drüber haben wir unser Multicontrol verbaut. Unten haben wir nochmal diese beiden Schalter hier. Das sind nochmal Trennschalter. Da unten haben wir den großen Batterietrennschalter. Gasalarm ist da drin. Ist nicht von uns gewesen. Wir haben nur so ein bisschen die Position geändert, ein bisschen das Kabel aufgeräumt und vernünftig gemacht. Den Schand noch mal sauber und ordentlich aufgelegt und das befindet sich jetzt alles im Prinzip unten drunter hier unter dem Kasten. Hier unten drunter haben wir auch reichlich Löcher, sag ich mal, dass wir da nicht nur mal zusätzlich für eine Entlüftung oder so sorgen müssen. Hier sind überall also unten drunter auch Löcher und da kann also die gesamte Anlage auch vernünftig unten drunter auch atmen. Ne? Ja, so ist auch wieder dieses Projekt auch soweit fertig. Auto ist, soweit ich sehen kann, auch schon sauber gemacht und getestet.
Da können wir den Kunden auch gleich anrufen, dann kann der auch raus. Ne? Ja, das soll es eigentlich schon kurz gewesen sein aus unserer Werkstatt jetzt. Die beiden Fahrzeuge wollte ich, bevor die rausgehen, euch einmal kurz gezeigt haben. Sind gestern ist noch ein weiteres Fahrzeug rausgegangen, wollte ich auch gerne noch mal zeigen. Der große Concorde, du lachst ja, haben aber leider nicht geschafft, das Fahrzeug zu filmen, aber wir hatten die Möglichkeit, etwas anderes an dem Fahrzeug zu filmen. Da zeige ich aber euch separat noch in einem anderen Video. Ja, das soll es erstmal gewesen sein. Ich wünsche euch Gesundheit, alles Gute. Daumen nach oben freue ich mich, über ein Abonnement natürlich auch. Passt auf euch auf, alles Gute, euer Carex-Team.